Das Selbstporträt in Blue der Sammlung Beiler gehört zur wichtigsten Serie dieser Selbstporträts und wurde, wie Sie sehen, eigentlich komplett in Blautönen umgesetzt. Also, herzlich willkommen zur heutigen Werkbetrachtung von Andy Warhols Selbstporträt von 1967. Ich bin sicher, Sie erkennen sofort, wer hier auf dem Bild zu sehen ist. Andy Warhol himself. Er war nämlich einer der bekanntesten, wenn nicht sogar der bekannteste amerikanische Popkünstler. Und er hat sich auch sehr gerne selbst inszeniert, auf verschiedenste Art und Weise. Andy Warhol wurde 1928 in Pittsburgh als Sohn von tschechoslowakischen Einwanderern geboren und hat dann später Werbegrafik studiert und auch als Werbegrafiker gearbeitet und dann ab den 1950er waren sich Vorlagen aus den Zeitungen und der Werbung für seine Kunst genutzt. In diesem Fall bilden Fotos aus dem Automaten die Grundlage und diese Fotos haben dann zu größeren Serien Selbstporträts geführt. Das Selbstporträt in Blue der Sammlung Beiler gehört zur wichtigsten Serie dieser Selbstporträts und wurde, wie Sie sehen, eigentlich komplett in Blautönen umgesetzt. Man sieht nur die linke Seite des Porträts von Warhol und er hat sich hier eigentlich in der Pose des Denkers positioniert. Das ist in der Kunstgeschichte eigentlich sehr verbreitet. Wir kennen zum Beispiel den Denker von Rodin oder auch andere Denkerposen. In diesem Fall paart es sich aber mit dieser halben Sichtbarkeit seines Porträts, denn sein Porträt wird eigentlich nur aus Schattenpartien gebildet, wobei das Blau eigentlich dann wie die lichten Partien des Porträts zeigt. Wer sich auf diese Art und Weise präsentiert, ist im Grunde niemand, der die Verflachung der Konsumgesellschaft kritiklos hinnimmt, sondern eher jemand, der das Schauspiel der Welt distanziert und nachdenklich beobachtet, wobei man in diesem Fall tatsächlich sagen kann, dass Warhol sich selber als der Betrachter inszeniert und wir als diejenigen, die das Bild anschauen, zu den Betrachteten werden.